Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von RuneScape 3. Heute der zweite Part vom Summoning Guide. Und in diesem Part werde ich euch zeigen, wie man Siegel farmt. Also welche Monster man töten muss, damit man am meisten Siegel bekommt, damit man so schnell wie möglich Beschwörung trainieren kann. Und ja, genau. Wir sind jetzt hier in Dämonenheim. Und das zu einem Grund, denn hier bei diesem kleinen Belluna, der vor der Kälte zittert oder was auch immer, kann man hier nämlich einkaufen. Und dann gibt es ja so ein kleines, aber feines Exemplar von dem Siegelkobold. Das Ding kostet 100.000. Man braucht Beschwörung 21, ja, aber man braucht dafür 1 Million EP. Also praktisch 1 Million EP in Beschwörung, wenn man sich das als erstes holt. Aber man sollte sich das vielleicht holen, obwohl nein. Auf jeden Fall, man muss dafür Kerkerkunde trainieren. Und man braucht 100.000 Marken für so ein kleines Dingens. Und ja, dieser Siegelkobold sammelt sämtliche Siegel auf, die auf dem Boden fallen gelassen werden. Und die kommen dann sofort ins Inventar. Also praktisch, wenn ich jetzt irgendwelche Events so kille und es droppt ein güldenes Siegel, es wird dann auf dem Boden auftauchen. Aber das taucht gar nicht auf dem Boden auf, das kommt sofort in meinem Envy. Und nur durch diesen kleinen Siegelkobold. Genau, man kann den seit neuestem auch ausrüsten, hier in diese komische Taschenslot, also hier ausrüsten. Bam, und dann ist er hier oben. Und man hat einen Platz extra. Ups. Aber, man kann auch mit dem sprechen, also man kann ihn anpassen. Und da kann man auswählen, welche Siegel man haben möchte und welche Siegel er behalten soll. Und wenn er Siegel behält, also wenn zum Beispiel jetzt hier habe ich will keine grünen Siegel, also ich habe jetzt die güldenen wieder eingestellt, damit ich ja den Guide machen kann. Und die, normalerweise habe ich die aus. Und wenn ihr die Siegel behält, dann gibt es einen kleinen Mini-Bonus auf Beschwörung. Also kriegt man ein bisschen Beschwörung XP. Also die verschwinden zwar nicht, obwohl sie normalerweise eigentlich auf dem Boden liegen. Also einfach auf dem Boden liegen lassen. Würden einfach auf dem Boden liegen und die verschwinden und das wäre einfach vorm Arsch. Und wenn er die nimmt, aber behält, gibt's ein bisschen Dings Beschwörung XP. Genau, das ist schon mal gut. Und da kann man halt einstellen, ob man die behalten soll oder geben soll. Und ja, gibt's bis zu Ursiegel, kann man hier alle holen. Genau, guten Tag. Ja, dann wollen wir mal loslegen und hauen uns auf Tavoli. Da geht's nämlich los. In Tavoli. Ja, da geht's nämlich los mit den Güldenen, also wollen wir gleich anfangen bei den kleinsten Siegeln. Also natürlich kann man Hühner killen und die droppen ja auch güldene Siegel, aber sagen wir mal, ich gehe davon aus, dass also man kann sowieso die Kampfstufe schnell leveln und ja, meine Guides sind jetzt auch mit stärkeren Monstern, die auch wirklich die ganze Zeit dieses eine Siegel droppen und zwar oft und schnell und die schnellste Möglichkeit, an die Siegel ranzukommen, ist jetzt das, was ich euch zeige. Also schneller geht's kaum. So, jetzt sind wir im Tavoli Dungeon. Also, erste Möglichkeit. Ihr habt einen staubigen Schlüssel und müsst hier so rumlaufen. So, dann hier geht's ja nicht weiter. Dann geht's hier rein. Dann hier den staubigen Schlüssel einsetzen. Dann hier hin und dann da oben hinlaufen. Gut. Das wäre Nummer 1. Wenn ihr den nicht habt, müsst ihr hier an der Abzweigung müsst ihr hier runtergehen. Dann hier den Schlüssel holen, den staubigen, den ersten. Ja, dann könnt ihr hier durchlaufen. Und hier an der Ecke am Lava ist noch ein staubiger. Da könnt ihr den zweiten eben auf die Bank legen, weil falls ihr stirbt, dann dass ihr sofort wieder hierher laufen könnt, ohne dass ihr wieder da den Umweg machen müsst. So, die zweite Möglichkeit ist mit eigentlich 70 Agility, also Gewandtheit, hier durchklettern. Man kann aber mit 65 und einem Sommerkuchen, der boostet 5 Agility Levels, hier durchklettern. Oder man kann mit 90 oder 85 mit Sommerkuchen hier drüber springen. Und das ist halt noch eine schnellere Abkürzung. Genau. Und wo wir hin müssen, ist zu diesen coolen Höllenhunden, die ein grafisches Update erhalten haben. Die sehen jetzt aus wie Wildschweine. Leider. Aber naja, die sind aggressiv und man kann sie abkarren. Das ist sehr schön.
Und anscheinend kann man sie auch mit Range killen. Auf jeden Fall wollen wir hier in den Dungeon-Eingang, was ihr ein hohes Kerkerkunde-Level habt, was ihr sowieso haben solltet, weil ihr den Sieg gekoppelt habt, hier reingehen, einfach Autoangriff aktivieren und die Viecher killen. Genau, das ist One-Hit-Kill. Machen wir mal hier das Back-AGS. Wow, genau. Zwei Autoangriffe haben sie One-Hit-Killed und das ist Back-Failed. Genau, hier die Hit ein bisschen durch. Aber man kann hier auch... Ja, natürlich. Komm, machen wir mal den Chat aus. Genau. Man kann hier natürlich mit Soul Split reingehen. Also praktisch jetzt hier so Soul Split anschalten. Und dann kriegt man eigentlich praktisch den Schaden, den man bekommt, den hält man sofort wieder. Oder sogar mehr. Das ist ja die erste Möglichkeit, Soul Split. Aber wenn ihr Soul Split habt, dann habt ihr wahrscheinlich schon ein höheres Level in Beschwörung und braucht das nicht. Aber wie gesagt, man kann auch noch einfach Food mitnehmen. Das ist ja auch kein Problem. Man kann hier auch Guthan mitnehmen. Also für das volle Set von Guthan einfach auf Kahn einstellen und hier einfach ja, killen. Also das ist jetzt in Legacy natürlich. Das ist auch ein guter AFK. Also einfach hier AFK gehen. 5 Minuten später sind die nicht mehr aggro oder 10 Minuten später. Dann geht man einfach wieder. Entschuldigung. Geht man raus. Also hier durch den Kerkerkunde-Ausgang raus. Dann greifen sie dort einen an. Und wenn sie dort einen nicht mehr angreifen, geht man wieder rein. Also das ist ja kein Problem. Genau, jetzt habe ich hier wieder Source-Split. Geht wieder. Also man kann hier auch noch mit Knochenbrecher und der Dämonenhorn-Halskette hier rumstehen. Das ist kein Problem. Und ja, wie gesagt, ist halt total AFK. Und die gehen auch schnell down. Und wie man sieht, habe ich hier schon ein Weinrot Siegel bekommen und 14 Güldene. Und ja, die droppen halt wirklich bei fast jedem Kill ein Siegel, ein Güldnis. Deswegen sollte es auch kein Problem sein, schnell an die Siegel zu kommen. Also hier die Mindestvoraussetzung ist definitiv 70 Angriff. Der Rest ist egal, aber 70 Angriff, ja okay, sagen wir 70 Verteidigung auch. Weil, also wenn man hier mit Guthan reingeht, dann stirbt man hier auf jeden Fall nicht. Definitiv. Und ja, das Guthan ist auch sehr stark und heilt auch sehr gut. Ja, das wäre das Schlimmste dann. Notfall dann Toastbild oder halt ein Saradomin-Götterschwert. Das heilt ja auch. Oder es gibt noch eine Möglichkeit, Excalibur Extrem. Oh, schade. Wenn man das anzieht, dann kriegt man einen Heilungsbuff. Und der hält dann ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, keine Ahnung, man wird einfach geheilt, sofort instant. Und ja, das Ding ist halt total geil. Aber dafür braucht man einen vollen Spezialangriff. Deswegen ist es halt immer so cool, dass man mit dem Excalibur dann sich immer zwischendurch heilt, immer wieder. Da braucht man weniger Food. Oder ja, wenn man gut mit Guthan drin ist, dann ist es null Problem. Genau, ich wollte jetzt hier nur ein bisschen das zeigen, wie man das macht schnell. Also, dass man. Also, wie ihr seht, ich bin jetzt hier so wenig da, so eine kurze Zeit, schon so viele Siege bekommen. Und da sollte man auf die ersten Levels blitzschnell kommen. Also, wenn man wirklich jetzt immer noch keinen Summoning gelevelt hat bis zu so einem hohen Level, dann, ja, kann man das definitiv machen. Und Beschwörung lohnt sich 100 Pro. Also, es lohnt sich wirklich einfach. Es lohnt sich. Ich kann es nicht auch wiederholen, dass es sich lohnt. Jo, nachdem wir jetzt wissen, wie man güldene Siegel bekommt, dann wollen wir gleich weitermachen mit den Weinroten. Weil die grünen Siegel, die lohnen sich absolut gar nicht, weil sie also teuer sind, wie gesagt, das habe ich schon erwähnt im ersten Summoning-Video. Und ja, grüne Siegel brauchen wir nicht. Und dann wollen wir gleich zu den Weinroten überspringen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Spieler als Kette. Oder die Möglichkeit, also, ich zeige erstmal die einfache Methode und erkläre die schwierige Methode, ne? Okay. Dann wollen wir erstmal zum barbaren Außenpost mit der Spieler als Kette. Mhm. Dann müssen wir aber jetzt hier eine, also die barbaren Aufgaben abschließen. Dafür muss man einfach hier auf den Berg gehen. Hier ist ja so ein fetter See. Und dann muss man einfach hier rechts rum. An dem Rand entlang laufen, dann ist da so ein Barbar drin und der erklärt euch dann, also der sagt euch dann so, ja mach das und dann müsst ihr dann drei Sachen oder vier Sachen erledigen. Also Barbaren fischen, dann zum Beispiel Feuer machen mit einem Bogen und so ein Schmarrn halt, was Barbaren halt machen, ne?
Und wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr dann hier in diesen komischen Strudel rein. Aber hier, wenn ihr diesen Weg nehmt, dürft ihr keine Vertrauten mitnehmen. Wenn ihr diesen Weg nehmt. Genau, dann kann man hier auf den Strudel leicht draufklicken. Und man kann einfach hier am Anfang hier stehen bleiben, weil er geht dann sowieso hier hinter. Und dann springt ihr da rein. Und ja, dann seid ihr hier drinnen. Weil wenn ihr davor reinspringt, bevor ihr die Aufgaben macht, dann landet ihr einfach nur da unten am Wasserfall. Genau, hier ist es ein bisschen tricky. Denn hier sind so brutale grüne Drachen, aber die sollten nicht so aggressiv sein. Ja. Und hier sieht man, hier ist alles fett überfüllt. Also hier ist ein Spot von den Wasserteufeln, also die Wasserteufel werden wir töten. Für die Siegel, also man sieht schon, die Leute wollen Siegel haben. Deswegen ist es auch richtig hart überfüllt. Und ich hoffe... Oh shit, hier ist auch voll. Nee, das gibt's schon nicht! Hit gibt's so nicht! Gehen wir auf 121. Hoffentlich ist auf 121 besser. Weil, ja, das ist halt... Ich will jetzt mir was zeigen, ne? Und nicht so Bullshit machen. Der will wieder weg. Das ist auch weg. Na, Vorgang, komm schon, ich will was sehen. Ich will was sehen, hier Wasserteufel angreifen. Okay, dann greifen wir mal schon mal hier den Wasserteufel an. Ja, hier ist immerhin schon, man sieht schon die HP-Balken. Ja, die Wasserteufel, die sind sehr gute XP. Erstens, XP. Weil man bekommt für einen Kill hier 1200 HP, hallo. Das ist hier mal richtig hart. Und ich würde jetzt wirklich gerne jetzt... Bitte einmal Bild für alle. Bild, jetzt, sofort, danke. Genau, hier sieht man schon, die droppen wirklich fast hundertprozentig ein weinrotes Siegel pro Kill. Aber was ist denn los? Komm schon. Jetzt geht doch, endlich. Genau, die droppen ein weinrotes Siegel pro Kill fast. Und ja, genau, wieder im Legacy Mode, einfach mit zwei Range Waffen, also die sollte man am besten mit Range killen. Also ich glaube, das ist das Beste. Und die droppen ja auch hier alles mögliche an Zeug, aber man braucht es eigentlich nicht so. Also wenn man hier wirklich nur für die Siegel und für die EP kommt, dann braucht man die schnellsten XP-Raten, die man bekommen kann. Und das ist einfach nur, indem man einfach, sobald man die einen gekillt hat, klickt man gleich auf den nächsten. Und sonst weiter Siegel. Also hier geht es wirklich nur um die XP-Raten und die Siegel. Und die XP-Raten sind hier mega nice. Also man bekommt hier glaube ich 500k Range XP. Und pro Stunde, das ist schon richtig... Was? Ach, Beschwörungsaffäre. Ah, ich dachte schon, what? Das leuchtet. Ah. Okay, egal. Ja. Also die Wasserteufel, die sind wirklich genauso ungefähr wie Höllenhunde. Nur die sind ein bisschen stärker. Man sieht schon, die haben mehr HP, auch wenn man jetzt hier so durchhittet. Richtig hart, aber man kriegt auch richtig viele mehr EP durch das. Und genau, das kann man hier dann machen. Hier kann man auch einfach Range mitnehmen, Soul Split, Food, ja, irgendwas, was einen heilt, Einhornhengst, Bungee, was auch immer. Ein Terrorvogel mit Food, alles hier, alles möglich. Man bekommt hier auch nicht so viel Schaden, deswegen ist es auch ganz okay. Ein Vorteil, warum man hier auch noch Bungee mitnehmen sollte, ist, dass man die Dinger, die droppen manchmal rohe Haie. Ja, manchmal. Oder rohe Hummer. Und der Bungee hat eine Zauberrolle Effekt Sushi, dass er rohe Fische in Heilung verwandeln kann. Hey, im Blau Siegel. Und ja, so läuft das. Einfach nur hier mal jetzt ein bisschen Soulsplit, weil ich schon ein bisschen mehr Schaden kassiert habe. Und ja, genau, jetzt nochmal zu dem Punkt. Wie man hier reinkommt mit Vertrauten. Also so an sich, wenn man durch den Strudel springt, funktioniert das nicht. Aber man kann hier diesen Feenring reparieren. Das sollte man lieber nicht essen. Das sind nämlich Bitterkappenpilze. Man braucht glaube ich so 5 Stück oder so. Die muss man einfach hierher bringen durch den Strudel. Und dann hier rein, also einfach benutzen mit dem Feenring. Und dann sobald der funktioniert, kann man dann mit einem Feenring-Code hierher teleportieren über das über einen anderen Feenring halt, und dafür geht's aber am besten, wenn man den Tukul Zoo hat, weil im Tukul Zoo gibt's da eine Möglichkeit, also eine Teleportmöglichkeit, wo man gleich neben der Bank und neben dem Feenring ist.
Und dann kann man durch, also über dort, dann zum Feenland und dann übers Feenland hierher kommen, mit Vertrauten aber dann. Und das bringt's definitiv. Also hier einen Bungee mitzubringen, weil wirklich, ich sag's euch, die droppen manchmal richtig hart Haie, Ruhehaie. Ich würde es gerne mal hier auf. Hier, Ruhehai. Genau, die hebt man einfach auf, nimmt hier noch Bungee-Zauberrollen mit und ja, schon hat man Plusheilung. Ne, also, das ist schon gar nicht so schlecht. Und man nimmt halt Feuer mit Holz, aber das bringt sie ja nicht. Genau, und da hat man hier, kann man hier ewig bleiben, ohne dass man Probleme hat. Weil, wie ihr seht, ich bekomme kaum Schaden, ich muss hier nur kurz Hauswirt aktivieren und habe dann auch schon verpeilt, dass ich wieder voll HP war. Und ja, das ist sehr schnell. Also die XP sind schnell, die Siegel sind schnell. Das heißt, je schneller man Siegel bekommt, desto schneller kann man dann auf Summoning XP bekommen. Das heißt, die XP per Summoning Stunde ist auch sehr hoch hier. Naja, ziemlich viele Siegel bekommt, dann auch noch Weinrote. Weinrote sind gute Siegel. Ja. Und ja, dann war das jetzt mit dem Wasserteufel. Und dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, noch an Weinrote zu kommen. Und danach gibt es noch die geheime Ultra-Möglichkeit, die werde ich dann auch noch erwähnen. Und ja, das war's auch schon. Dann sehen wir uns dann gleich wieder. So Leute, willkommen zurück. Jetzt zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit, um an Weinrote Siegel zu kommen. Ja, diese Möglichkeit ist teurer, aber man bekommt noch schneller Siegel. Also da sollte man drüber nachdenken. Also wie gesagt, Siegelkobold ist definitiv muss. Und ja, man braucht einen Zauberstab oder ein Buch oder einen zweihändigen Zauberstab. Also ja, das wird übelst teuer, weil mit Legacy Mode, also auch wenn man nicht mit Legacy Mode spielt, wenn man dann auf EOC muss man auch Revolution aktivieren. Das macht keinen Unterschied, also sollte man lieber Legacy aktivieren. Und Virtus Zauberstab und Buch sind sehr schnell, das heißt, die hauen die Zaubersprüche weg wie nix. Und wir benutzen Blutdonner. Blutdonner benutzt 5 Feuer und 2 Blutrunen. Und ja, die Runen, die werden dahin schmelzen. Richtig schön schnell weg. Genau, sehr schnell weg. Aber dafür bekommt man da pro Stunde, glaube ich, um die 200 bis 250 Weinrote Siegel. Definitiv lohnenswert. Definitiv. Jo, wo das jetzt ist, ja, das wüsstest ihr wohl gern, hä? Ja, okay. Phyrimidik-Provinz, wir wollen die Duggernauts killen. Aber nicht die Duggernaut-Bosse oder die Granithummer, sondern die ganz normalen Kack-Duggernauts beim Eingang. Obwohl ja jetzt, es gibt ja ein neues Update. Seitdem kann man jetzt einfach rein, also alleine rein. Zu den Duggernaut-Königen, deswegen kann man jetzt Easygoing solo, ohne dass jetzt jemand helfen muss, die Tür aufzumachen, weil es ja überkompliziert war und voll genervt hat, dass jemand anders hin musste, der gerade was anderes gemacht hat. Und dann so, hey, kannst du mir mal kurz die Tür aufmachen? Ja, okay. Ja, und jetzt kann man einfach die Tür anklicken, öffnen, fertig, gut weiter, dann ist man drin. Deswegen lohnt sich das mehr. Das einzige Problem ist, ja. Also hier die Duggernauts, die Siegel zu bekommen, das ist einfach. Aber eine freie Welt zu finden, ist nicht so einfach, weil wenn man einen Slayer-Auftrag hat, dann holt man sich eine Kanone, eine Zwergenkanone und dann killt man die halt so schnell wie möglich. Und manche Leute kennen halt den besseren Ort für Slay nicht oder haben die Quest noch nicht. Und deswegen sind die dann da, wo wir sind, wo wir trainieren oder wir die Siegel sammeln. Und deswegen, ja, da muss man sich genau wie bei den Wasserteufeln eine freie Welt suchen irgendwie. Ich werde jetzt nur versuchen, jetzt kurz zu zeigen, wie man es macht. Und ja, schnell mal hingucken. Und man merkt schon, also am besten sucht man gleich raus, weil man muss sie alle anklicken, weil die sind zwar aggro, aber man muss sie trotzdem immer mit einem Zauber erstmal aggro ziehen. Genau, wenn man einen Hit hat, den nächsten angreifen, den nächsten angreifen, den nächsten angreifen. Den nächsten angreifen, solange bis alle aggro sind. Genau, und dann kann man. Boom! Boom! Hey, der will weglaufen. Der auch! Ah! Okay, man kann ja einfach hier regelmäßig immer killen, so richtig hart.
Blut Barragen und man verliert hier sowieso keine AP, weil man macht einfach so viel Schaden. Das ist abnormal. Genau, deswegen kann man die jetzt einfach so schnell killen. Und ja, wie ihr seht, zum Beispiel sehe ich hier sehr schnell 6 Siege bekommen innerhalb von ein paar Sekunden. Und ja, genau, hier da hinten ist der Typ mit der trotzigen Kanone. Ich habe natürlich auch so eine. Oder war die goldene die bessere? Naja, auf jeden Fall habe ich da schon die beste. Definitiv ist hier die schnellste Möglichkeit und die teuerste, meine rote Siege zu bekommen. Aber ja, es lohnt sich definitiv. Also wenn man wirklich sehr, sehr, sehr schnell haben will, dann geht man hier hin, sucht sich am besten auch noch eine freie Welt irgendwie. Und ja. Es gibt aber auch nicht nur diese eine Stelle, weil ich habe zwar keine Ahnung, warum der andere auf, also da in der Mitte ist, sondern das Beste ist, wenn man also jetzt hier auf diesem Hügel ist und man kann noch Moment, den Kill noch schnell. Yep. Man kann auch auf der anderen Seite von diesem, keine Ahnung was es ist, Loch, kann man hier auch die Typen killen. Hier sind zwar ein bisschen mehr Rock Crabs, aber das geht in Ordnung. Genau, jetzt. Ja, der Typ, der nervt natürlich. Ist klar. Aber genau, das sind die zwei Stellen, an denen man die Typen killen kann am besten. Und ich finde das einfach so geil. So richtig. Und wie ihr seht hier, die Runen, die hauen rein. Die gehen blitzschnell runter. Aber. Ja, Siege! Totally boot. Ups. So, ja. Ja, also das war jetzt schon der Best, also der nächste Weinrote Siegel-Punkt, was ich noch erwähnen wollte. Und jetzt kommt noch, also, ja, das war's auch schon. Jetzt will ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, die anderen Geheim-Ultra-Methoden. Die sind nämlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich allgemein gehalten. Jetzt gehe ich jetzt wieder raus. Keine Luft mehr. Das hat nicht gereicht. Die anderen Geheimmethoden sind ziemlich offensichtlich. Die erste ist Slay. Einfach nur Slayen. Einfach nur Berserker und Siegelkobold oder einfach hier Siegel aufheben oder was auch immer. Einfach nur Slayen. Also Siegel aufheben. Perfekt. Okay. Da muss man nicht mal drauf achten, weil da hat man erst einen Slay gelevelt und man hat die Kampfskills gelevelt und man hat ganz viele Siegel und da hat man auch noch so gelevelt. Super geil. Also Slay ist definitiv eine sehr gute Möglichkeit, an Siegel zu kommen. Es waren viel Siegel zu kommen, weil man slayt schon sehr lang, ne? Und man killt auch sehr viele Monster. Deswegen ist es auch kein Problem, an Siegel zu kommen bei Slay. Die andere Möglichkeit sind Bosse. Bosse haben nämlich eine spezielle Eigenschaft, wenn es um Siegel geht. Denn sie droppen mehrfach Siegel. Zum Beispiel, wenn man bedenkt, Körperbestie droppt 20 Siegel auf einmal. 20 Siegel! Und davon sind dann meistens immer 20 Weinrote und 20 Blaue dabei. Also wenn man dann Grüne bekommt, ist natürlich scheiße, ne? Oder Güldene. Aber wenn man 20 Blaue oder 20 Rote bekommt, dann ist es schon nicht schlecht. Oder einfach egal welchen Boss man killt, die meisten Bosse haben immer also mehrfach Siegel als Drop. Wirklich mehrfach. Und deswegen lohnt es sich, Bosse auch zu killen und Siegel zu sammeln. Weil die Siegel, die verbrauchen ja nur ein bis zwei Plätze. Ich meine, jetzt wenn man ein bisschen höher ist, dann kann man ja nur die roten und die blauen sammeln. Und dann hat man halt nur die zwei Impfplätze, aber dann hat man ganz viele, weil man killt ja meistens immer viele Bosse. Außer es ist Vorago oder so, oder Next. Aber Next droppt auch ganz viele Siegel. Ja. Das war's jetzt zu meinem Siegel-Sammel-Guide für Summoning. Und das war jetzt auch der gesamte Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.